herzlich willkommen zum Neumond-Horoskop im Monat August. Wie wird der August? Er wird heiß, er wird spannend, er wird geladen. Der Neumond findet ja im Zeichen Löwen statt. Und der Löwe ist ja der Ausdruck des Sommers, der Lebenslust, der Sexualität, der Freude, der Kraft, der Lebendigkeit. Auch ein gewisser Ausdruck der Kreativität ist da gegeben. Und da fühlt sich ja teilweise der Mond, der es ja auch gerne mal ein bisschen ruhiger hat und nach innen geht, vielleicht einmal auch ein bisschen überfordert. Mit der Sonne im Löwen, in dieser Gluthitze des Sommers, da steht natürlich auch alles auf, wie gesagt, sommerliche, warme Temperaturen, das merken wir auch. Aber es gibt auch einige ganz, ganz spannende Konstellationen in diesem Neumond-Horoskop, die man, ich denke, wissen sollte. Zum einen sind sehr viele persönliche Planeten betroffen. Die persönlichen Planeten, die Venus, der Merkur zum Beispiel, der Mars, die bilden da ein paar ganz spannende Konstellationen und da wollen wir gleich einmal damit beginnen und einmal reinschauen, was sich da dieses Monat so tut. Also wie gesagt, der Neumond findet ja im Löwen statt, das habe ich ja schon erwähnt, sieht man hier so im Roten. Und wir haben auf jeden Fall mal, beginnen wir gleich mal mit den persönlichen Planeten, den Mars und den Merkur im Quadrat. Der Merkur steht im Löwen und der Mars steht im Stier. Und Mars-Merkur-Quadrat, das ist so ein bisschen so eine Spannungskonstellation. Da kann es auf der einen Seite natürlich zu Unfällen kommen. Also da unbedingt immer aufpassen, wenn man Maschinen bedient oder wenn man auch auf Reisen ist, unterwegs ist. Also da bitte aufpassen. Also da kann es immer wieder zu Konflikten, zu Verzögerungen kommen. Das kann ein bisschen haken und nicht ganz so rund laufen. Auch eben, wenn man gerade so Sommerreisen, Urlaubsreisen plant. Also da bitte unbedingt aufpassen. Da ist natürlich Merkur-Mars schon ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Was wir auch noch drauf haben, ist ein Mars-Venus-Sextil. Der Mars im Stier, die Venus im Krebs. Und das eignet sich natürlich ganz für einen schönen Sommerflirt, für eine Flirterei. Also das ist da natürlich schön möglich. Also so diese männlichen und weiblichen Energien, wenn sich die so ein bisschen mischen. Also ja, da ist natürlich Flirt, kann da gelebt werden. Ist allerdings jetzt nicht einer der wichtigeren Aspekte dieses Horoskops, möchte ich gleich mal dazu erwähnt haben. Kommen wir gleich einmal zu einem Riesenbrocken, der sich auch über den Mars entfaltet. Und du siehst ja da unten jetzt im Stier, da ist ja der Uranus schon länger beheimatet. Der Uranus, der gerade den Wandel der Werte vorantreibt, den Wandel auch der Währung, man merkt es ja auch, also so diese stierische, erdige wird gerade durch Uranus, diesen Revolutionär, durchgewühlt. Und da kommt jetzt der Mars dazu. Und Mars-Uranus ist die Explosion. Mars-Uranus ist die plötzliche Veränderung. Also da wird dieses Thema der Veränderung noch einmal angeheizt. Da kommt noch einmal eine neue Dynamik rein. Das ist noch einmal möglich, dass man sagt, okay, man hat da, es werden womöglich Grundsteine zu wesentlichen Veränderungen auch schon gesetzt. Vielleicht hat das auch schon ein bisschen was damit zu tun. Die Europäische Zentralbank erhöht jetzt erstmalig wieder den Leitzins, also am Finanzmarkt, Finanzsektor spielt sich einiges ab. Es ist natürlich auch immer wieder dieses Auf und Ab dieser Digitalwährungen wie Bitcoin zu beobachten. Und das ist absolut dieser Wertewandel. Ich denke, es geht auch darum, sich jetzt zu besinnen, gerade in dieser heißen Zeit, dieser Gluthitze, auch einmal ein bisschen nach vorne zu planen. Das kommt ja dann auch nächstes Monat nochmal mit der Jungfrau, dieser Aspekt ganz speziell dazu. Aber sich auch Gedanken zu machen, wo geht denn die Reise hin?
Und vor allem sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn plötzliche Veränderungen anstehen. Das kann nämlich wirklich überraschend sein. Also das kann wirklich sein, dass man sagt, okay, es gibt eine einschneidende Veränderung, es gibt plötzliche Veränderungen, es gibt auch Naturkatastrophen, es gibt Unfälle. Also das kann natürlich auch aufs Wetter bezogen sein, dass da etwas passiert, etwas Plötzliches. Aber ich vom Gefühl her denke ich, geht es eher in die Richtung, ja, Geld, Währung, Wertewandel, Umstellungen noch einmal. Und der wird jetzt ganz speziell im August befeuert. Also wir können ja gespannt sein, was wir da von der Börse hören. Wir können gespannt sein, was wir da von digitaler Währung hören und natürlich auch von der Inflation weiterhören. Ja, also das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz explosive, überraschende Konstellation. Und da sollte man schon ein bisschen aufpassen. Das plus dieser ein bisschen geladenen Unfallenergie mit dem Merkur, trotz aller Ausgelassenheit, bitte ein bisschen aufpassen. Es könnte natürlich auch sein, wenn man jetzt diesen, wenn man jetzt so die Dynamik betrachtet, auch was Pandemie und so angeht, dass sich da auch noch einmal neue Geschichten auftun. Und ja, vielleicht auch schon wieder so ein bisschen so neue Regeln geschmiedet werden, weil der Saturn da auch ein Quadrat zu Uranus hin macht, also der Saturn im Wassermann ein Quadrat zum Uranus hin macht. Das heißt, eigentlich würde man sagen, der Rechtsstaat versucht, Änderungen zu verhindern, schafft es aber vielleicht nur bedingt. Also das ist immer nur eine kurze, so eine kurze Pseudokontrolle, eine kurze, ein Tropfen auf den heißen Stein, würde man wohl passend zum Sommer sagen. Also, dass man das noch regulieren kann, dass man Veränderungen regulieren kann, halte ich für unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Oder etwas zu retten und zu sagen, das ist jetzt normal und da bleiben wir jetzt dabei, das glaube ich nicht mehr, dass möglich ist. Dieser Wandel findet statt und wir müssen uns alle damit beschäftigen und auseinandersetzen. Also so viel steht für mich schon einmal fest. Ja, das wären mal so diese, also das ist auf jeden Fall mal so eine ganz, ganz große, eine große Geschichte. Wir haben am Merkur zusätzlich auch nochmal, du erinnerst dich, Merkur, der jetzt mit dem Mars so ein Quadrat hat, wir haben auch eine Opposition zu Saturn. Also Merkur-Opposition Saturn, das kann auch sein, dass man vielleicht bei manchen Dingen nicht so weiterkommt, wie man sich's vorstellt, oder dass man auch gehindert dran ist, sozusagen zu reisen oder zu leben, oder dass man womöglich auch gewisse Einschränkungen, finanzielle Einschränkungen jetzt auch merkt. Also, dass man auch sagt, okay, ich muss jetzt da auch ein bisschen zurückschrauben, ich muss andere Grenzen setzen, ich muss andere Prioritäten setzen, dass Dinge für mich funktionieren. Also, das ist da durchaus schon sichtbar. Das heißt, es wird halt dieser August wirklich, obwohl es so ein Hochsommer-Hitzegefühl hat, ist es eine sehr, sehr geladene Stimmung grundsätzlich und eine, die auf jeden Fall für Überraschungen gut ist. Und da würde ich mich wirklich darauf konzentrieren, also für dich jetzt mal, dass man wirklich mal sagt, okay, wo ist deine Lebensfreude, wo ist deine Lebenslust? Ist natürlich Sommerzeit, passt ja Löwezeit, aber übertreib's nicht. Ja, bleib einfach realistisch und bleibe klar bei dir. Und wenn man sich das dann so anschaut, wie gesagt, mit Wandel, mit Veränderungen, dann denke ich, wirst du da auch ganz gut durchkommen. Wir haben ja, und weil ich gesagt habe, übertreib nicht, wir haben auch noch einmal ein Jupiter-Trigon auf Mond und Sonne. Und das kann natürlich auch noch einmal dazu führen, dass man sagt, man will jetzt zu viel oder man möchte jetzt übertreiben. Und da würde ich dich einfach auch dazu einladen, nicht jetzt zu sagen, zu irgendwelchen Emotionskäufen oder irgendwo übertreiben und sagen, ich muss jetzt da alles erleben, weil es dann nachher nichts mehr gibt. Also das sind so ein bisschen so Fehleinschätzungen, wo man zu Übertreibungen neigt. Und deshalb würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Außerdem macht auch der Jupiter natürlich macht eine positive Stimmung, erhöht auch ein bisschen so das Lebensgefühl, aber er kann natürlich auch, was den Mond angeht, da
Ängste und gewisse Nervositäten fördern. Also das ist auch sehr aufwühlend fürs Innere, für den Mond, der ja auch, wie gesagt, Ruhe braucht. Also kann es sein, dass du da auch mit Unsicherheit, mit Ängsten konfrontiert wirst. Und da würde ich dir einfach auch noch einmal empfehlen, ganz klar, wenn du eine Angst spürst, lass sie mal stehen, handle jetzt nicht unbedingt nach einer Angst, triff aus der Angst heraus keine Entscheidungen, schau, dass du bei dir bleibst. Diese aufgewühlte Konstellation, das ändert ja auch alles wieder. Und dann wirst du sehen, es wird auch wieder mal ruhiger werden. Nur jetzt mit dieser geladenen Stimmung, mit dieser ja, Unsicherheitsstimmung, wo die Überraschung förmlich schon ja, in der Luft liegt irgendwo, der Wandel liegt ja schon immer wieder da. Und das Alte kämpft verzweifelt gegen die neue Energie. Und das ist ein Kampf um die, nach außen hin, um die Herstellung der Normalität. Ja, um zu sagen, das kennen wir und das soll bewahrt werden. Aber das ist ein vermeintlicher Kampf. Das heißt, du wirst nicht mehr so bleiben können, wie du es warst. Das ist ja nichts Negatives. Aber es ist einfach Wandel. Also keine Angst vor Veränderung, vor dem Wandel, der passiert. Es gibt immer wieder Umbruchphasen, aber das Neue kommt. Egal in welcher Form das Neue kommt, du kannst dem Neuen jetzt unter Anführungszeichen nicht davonkommen und man kann nicht mit alten Methoden oder versuchen, irgendwas zu deckeln oder was zu halten. Das ist jetzt so nicht mehr tragbar. Wie gesagt, es ist eine geladene Stimmung, aber, und das möchte ich auch noch einmal sagen, du hast dein Hirn, du hast dein Herz und du bist in Sicherheit. Wir alle sind in Sicherheit, davon bin ich festens überzeugt. Ich kann das nicht festmachen an den ganzen Veränderungen. Ich kann es dir nur aus meiner Sicht, aus meiner energetischen Sicht, aus dem, was ich so empfange, immer wieder beteuern. Es ist alles in Ordnung. Mach dir da bitte jetzt keine großen Sorgen, auch wenn du Ängste hast, auch wenn da Nervositäten hochkommen, auch wenn sich vieles ändert bei dir. Aber bleib bitte in dem Vertrauen, dass es gut ist. Und lass dich dann nicht von deinem Weg abbringen. Schau einfach mal, was sich wandeln soll. Wandelt sich das Alte, die Erdschwere, die Materie. Und das, was dann herauskommt, auch bei dir, ist eben ein neues Du, das dann mehr deinem Wesen entspricht. Dazu lade ich dich ein, und ich wünsche dir auch bei diesem spannenden August alles, alles Gute. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini, Astrologe und medialer Energetiker. Und vielleicht schaust du einfach mal auf meine Homepage rein oder lässt mir auch gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und ich bin natürlich gespannt, was du dazu sagst. Musik